Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Landsleute, liebe Freunde Schlesiens. Ich stehe hier auf dem Bonner Nordfriedhof, einem kleinen, bescheidenen Gedenkstein für die Toten und Flucht und Vertreibung aus unserer ostdeutschen Heimat. Früher war hier noch ein Holzkreuz, das an das Vertreibungsgeschehen und deren Opfer gedachte. 2 bis 2,6 Millionen Tote hat die Flucht und Vertreibung von insgesamt etwa 15 Millionen Menschen gefordert. Etwa 4 Millionen Vertriebene allein aus unserer Heimat Schlesien. Wir haben heuer zum 6. Mal den Nationalen Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung. Wir sind dankbar dafür, dass die Bundesregierung es vor 6 Jahren geschafft hat, diesen Gedenktag einzurichten, nachdem die Länder Hessen, Sachsen und Bayern vorangegangen sind und ihre eigenen Ländergedenktage begehen. Die Kultur der Herkunftsgebiete dieser Menschen ist Teil unserer gesamtdeutschen Geschichte und Kultur. Und deswegen ist es so wichtig, an diesem Tag an die Opfer von Flucht und Vertreibung und auch an die Heimat selbst zu denken, aus der diese Menschen stammen. Und ich möchte gleichzeitig natürlich an die Zukunft erinnern. Dieses Geschehen, diese Geschichte ist noch nicht zu Ende. Die Kultur der Vertriebenen entwickelt sich hier im Westen weiter. Man kann das sehen auf lebendigen Veranstaltungen wie dem Deutschlandtreffen der Schlesier, was wir nächstes Jahr hoffentlich ohne Corona-Einschränkungen am 25., 26., 27. Juni in Hannover wieder begehen werden. Viele Veranstaltungen, die wir in den letzten Monaten geplant hatten und auch noch planten, werden Corona-bedingt nicht stattfinden können. Und trotzdem ist es wichtig, in diesem Jahr, wo 70 Jahre Landsmannschaft gefeiert oder begangen wird, wo 70 Jahre zurückgeblickt wird auf die Verkündung der Charta der Heimatvertriebenen, dass wir auf digitalem Wege zusammenkommen und unsere Opfer gedenken können. Derer, die bei Flucht und Vertreibung umgekommen sind und derer, die fern der Heimat hier im Westen ihre letzte Ruhe gefunden haben. Lassen Sie uns mit Zuversicht in die nächsten Monate gehen und uns darauf freuen, dass wir endlich wieder zusammenkommen können und auf schlesische Art generationenübergreifend schlesische Gemütlichkeit und schlesische Lebensart zu feiern. Ich freue mich, Sie darauf wiederzusehen. Schlesien, Glück auf!